人起心神，就得步步紧跟神的教做应做到羔羊，无论走到哪里，我们都跟上去。这才是真寻求真道的人，才是认识生灵做工的人，自守自据道理的人，都是被生灵的做工淘汰的人。 神在每一个时期都要开展新的工作，在每一个时期都在人中间有新的开端。人若只守住耶和华是神，或耶稣是基督，这些仅在一个时代适应的真理。 那人永远都不会跟上生命的做工，永远不会得到生命的做工。跟随着羔羊的教宗，到最终的人才能得到最终的祝福。 Amen. Wir müssen den Spuren Gottes Ein folgen. Ein schönes Gut. Lied. Ja. Ich mag es immer mehr. Ich Dank sei Gott. An Gottes Wort sehen wir, dass es entscheidend ist, Gottes Werk und seinen Spuren zu folgen. Mhm. Davor habe ich die Wahrheit nicht verstanden, sondern nur an meinen Vorstellungen festgehalten. Ich dachte, solange ich dem Namen des Herrn Jesus gegenüber treu wäre, würde er mich in den Himmel mitnehmen. Das Urteilswerk des allmächtigen Gottes der letzten Tage habe ich deshalb nicht gesucht. Ich hätte es beinahe verpasst, den Herrn zu begrüßen. Bruder Lee, wie hast du Gott letztendlich angenommen? Ja, wie? Ja, wie? Ich teile meine Erfahrung mit euch. Toll, ah, bitte. Also, es war eines Tages im August 2012. Und ich entspannte mich nach dem Abendbrot auf unserem Bett. Meine Frau saß mit ihren Kopfhörern am Fußende. Da hörte ich eine sehr eingängige Melodie. Ich wurde neugierig. Ich fragte sie, was hörst du dir da an? Sie sagte, Hymnen von der Kirche des Allmächtigen Gottes. Oh. Ich setzte mich hin und fragte sie, Allmächtiger Gott, hast du gesagt, hast du den Herrn Jesus verraten? Da hat sie mir in einem strengen Ton geantwortet, Du weißt nicht, was du sagst. Der Herr Jesus ist zurückgekehrt. Er hat das Zeitalter der Gnade beendet und das des Königreichs begonnen. Der allmächtige Gott ist der zurückgekehrte Herr Jesus. Ich verrate den Herrn nicht, wie du siehst. Ich folge den Spuren des Lammes, so wie es in der Bibel steht. Diese sind's und folgen dem Lamme nach, wo es hingeht. Denk doch daran. Als der Herr Jesus erschienen ist und gewirkt hat, viele Menschen haben da den Tempel verlassen und sein Werk angenommen. Würdest du sagen, dass sie den Gott Jehova verrieten? Nein. Sie haben den Gott Jehova nicht verraten, sondern hielten mit Gottes Werk Schritt und der Herr hat sie alle gerettet. Stimmt. Eigentlich waren es die Hohepriester, Schriftgelehrten und Pharisäer, die sich an die Gesetze der Bibel klammerten und den Herrn Jesus verdammten. Wobei sie dachten, sie seien Gott Jehova ergeben. Letztendlich wurden sie von Gott bestraft und verflucht. Bist du dir dessen wirklich nicht bewusst? Wie ich sie hätte widerlegen können, ist mir in dem Moment nicht eingefallen. Also habe ich gesagt: Der Herr hat uns gesegnet. Wir müssen seinem Namen und seinem Weg treu bleiben, komme was wolle. Und dürfen nicht undankbar sein. Danach stürmte ich missmutig und wütend hinaus. Um meine Frau aufzuhalten, erzählte ich unserer Tochter, was geschah. Und sie war auf meiner Seite. Später ist meine Frau zu einer Versammlung gegangen. Und meine Tochter hat dort eine Szene gemacht. Ich habe davon nach der Arbeit erfahren. Und ich sagte zu ihr: Weiter so. Das war toll. Du hast das gut gemacht. Während ich bei der Arbeit bin, musst du sie im Auge behalten. Sie muss wieder dem Herrn Jesus folgen. Und wir tragen Sorge dafür, dass sie es macht. Doch ein paar Tage danach ist unsere Tochter wieder in die Schule gegangen. Um meine Frau weiter zu beschatten, habe ich das Taschengeld unseres zehnjährigen Sohnes erhöht, damit er sie nach der Schule im Auge behält. Meine Frau sollte nicht mehr zu Versammlungen gehen. Er war damit einverstanden. Als ich erfuhr, dass sie nur zur Arbeit gegangen ist, konnte ich wieder etwas entspannen. Aber etwas war doch ungewöhnlich. Sie hat aufgehört, Mahjong zu spielen. Und stattdessen das Haus geputzt. Selbst die Feldarbeit hat sie erledigt. Ach, ich war verwirrt. Hm. Sie hatte immer Mahjong gespielt. Und den Haushalt vernachlässigt. Ich bekam sie nicht dazu aufzuhören. Sie hatte sogar dem Herrn gebeichtet, aber sich nie geändert. Woher also diese Veränderung? Ja. Woher? Ich wusste nicht, was los war. Eines Nachts bin ich aufgewacht und habe dann einen hellen Lichtschimmer an unserem Vorhang gesehen. Ich habe mich gefragt, wo dieses Licht denn bloß herkommt. Ich bemerkte, dass es durch die Bettdecke meiner Frau durchschimmerte. Ich habe mich gefragt, was in aller Welt tut sie da? Mhm. Ich schlüpfte vorsichtig aus dem Bett, lief ohne einen Mucks auf Zehenspitzen auf ihre Seite und warf einen Blick unter die Decke. Mithilfe einer Taschenlampe hat sie in einem Buch gelesen. Ah! <laughs> ja. Ja, ja, so ist. Ich dachte, glaubt sie immer noch an den Allmächtigen Gott? Sie liest dieses Buch immer noch. Was steht denn da überhaupt drin, dass sie dieses Buch geradezu verschlingt? Tja, und warum ist sie entschlossen, obwohl ich dagegen bin, weiterhin zu glauben? Ich konnte es nicht verstehen. Ich dachte noch einmal daran, wie gern sie Mahjong spielte und den Haushalt vernachlässigt hatte. Ich fragte mich, was ist passiert? Hat vielleicht dieses Buch sie verändert? Und dann dachte ich, Mensch, mir reicht es. Ich muss einfach wissen, was in diesem Buch wirklich drinsteht. Ja, gute Idee. Als meine Frau eines Tages nach dem Frühstück losging, da dachte ich wieder an dieses Buch. Ich habe jede Schublade durchsucht. Ich habe überall geschaut, aber gefunden. Habe ich es nicht. Dann kam mir die Idee, dass sie es vielleicht zwischen ihrer Kleidung versteckt. Da habe ich es dann tatsächlich gefunden. Das ist gut. Ich hielt ein dickes, gebundenes Buch in den Händen. Das Wort erscheint im Fleisch. Als ich es aufschlug, stach mir ein Kapitel sofort ins Auge. Welches war es? Ja. Gott leitet das Schicksal der gesamten Menschheit. Oh. Ich las es von vorn bis hinten und eine Passage hat mich wirklich ganz tief bewegt. Ich ermahne die Menschen aller Nationen, Länder und sogar aller Industrien, auf die Stimme Gottes zu hören, das Werk Gottes zu erblicken, auf das Schicksal der Menschheit zu achten, um so Gott zum heiligsten, ehrenhaftesten, höchsten und einzigen Objekt der Anbetung unter der Menschheit zu machen. Was der Menschheit erlaubt, unter Gottes Segen zu leben. Genauso wie die Nachkommen Abrahams unter der Verheißung Jehovas lebten. Und genauso wie Adam und Eva einst von Gott erschaffen im Garten Eden lebten. Das Werk Gottes ist wie mächtig brandende Wellen. Aufhalten, das kann ihn niemand. Und niemand, kann seine Schritte zum Stehen bringen. Nur diejenigen, die aufmerksam auf seine Worte hören, ihn suchen und nach ihm dürsten, können seinen Schritten folgen und seine Verheißung empfangen. Wer es nicht tut, wird einem überwältigenden Unheil unterworfen und bestrafung verdienen. Amen. Amen. Ich dachte, diese Worte sind äußerst mächtig. Kein Mensch hätte sie aussprechen können. Sind diese Worte vom Heiligen Geist? Der allmächtige Gott sei der zurückgekehrte Herr Jesus. Wer an ihn glaubt, folge den Spuren des Lammes. Hat meine Frau recht? Widersetze ich mich Gott, wenn ich ihr im Weg stehe? Ja, das genau. stimmt. wäre ich da nicht genauso wie die Pharisäer damals? Mhm. Die Pharisäer hielten sich ans Gesetz und nahmen den Herrn Jesus nicht an. Sie haben ihn wie im Wahn verdammt, waren an seiner Kreuzigung beteiligt. Und Gott hat sie verflucht. Das stimmt. das stimmt. Ich fragte mich, wenn der allmächtige Gott der zurückgekehrte Herr Jesus ist, wäre mein Trotz gegen sein neues Werk nicht dieselbe Sünde? Ja. Die Folgen wären undenkbar. Da fiel mir das aus dem Buch ein: Nur wer aufmerksam auf seine Worte hört, ihn sucht und nach ihm dürstet, kann seinen Schritten folgen und seine Verheißung empfangen. Ich dachte, ich darf das Werk des allmächtigen Gottes nicht weiterhin blind beurteilen. Ich sollte mir dieses Buch sorgfältig ansehen und es lesen. Dank, Dank sei, sei Gott. Gott. Wie der Herr Jesus sagte: "Selig sind, die da geistlich arm sind, denn das Himmelreich ist ihr." Ja. Wenn wir bei der Ankunft des Herrn nicht suchen, werden wir die Gelegenheit verpassen, ihn zu begrüßen. Das wäre unendlich schade. Das stimmt. Ja. ja. Seither habe ich. Das Wort erscheint im Fleisch jedes Mal gelesen, wenn meine Frau nicht da war. Einmal sagte sie mir, sie müsse Überstunden machen. Also machte ich zwei Stunden früher Feierabend und fuhr mit dem Fahrrad nach Hause. Das gab mir Zeit, das Buch ausgiebig zu lesen. Ich las folgende Passage. Mein gesamter Führungsplan, der 6000 Jahre Umfassender Führungsplan besteht aus drei Phasen oder drei Zeitaltern, dem Zeitalter des Gesetzes vom Anbeginn, dem Zeitalter der Gnade oder auch der Erlösung und dem des Königreichs der letzten Tage. Mein Werk in diesen drei Zeitaltern unterscheidet sich in seinem Inhalt gemäß der Natur jedes Zeitalters. Doch dieses Werk entspricht in jeder Phase den Bedürfnissen des Menschen. Vielmehr richtet es sich nach den Listen Satans die dieser im Krieg anwendet, den ich gegen ihn führe. Mein Werk bezweckt Satan zu besiegen, meine Weisheit und Allmacht zu manifestieren, die List Satans zu enthüllen und dadurch die gesamte Menschheit aus Satans Herrschaft zu retten. Und diese hier. Das heutige Werk hat das Werk des Zeitalters der Gnade vorangetrieben. Das heißt, das Werk während des 6000-jährigen Führungsplans ist vorangekommen. Obwohl das Zeitalter der Gnade abgeschlossen ist, gab es Fortschritte in Gottes Werk. Weshalb sage ich so oft, dass dieser Schritt des Werkes auf dem Zeitalter der Gnade und dem des Gesetzes aufbaut? Weil das Werk von heute das Werk fortsetzt, das im Zeitalter der Gnade vollbracht wurde und dem Zeitalter des Gesetzes gegenüber ein Fortschritt ist. Die drei Schritte sind miteinander verbunden, die Glieder der Kette verknüpft. Weshalb sage ich auch, dass dieser Schritt des Werkes auf dem Werk aufbaut, das Jesus vollbrachte? Angenommen, dieser Schritt baue nicht auf dem Werk Jesu auf, dann gäbe es darin eine zweite Kreuzigung und das erlösende Werk des letzten Schrittes müsste noch einmal ganz von Anfang an getan werden. Das wäre sinnlos, daher ist das Werk nicht vollständig abgeschlossen, sondern die Zeit ist vorangeschritten und das Niveau des Werkes wurde angehoben höher als zuvor. Man kann sagen, dass dieser Schritt des Werkes auf dem Fundament des Zeitalters des Gesetzes und gleichsam auf dem Fels des Werkes Jesu aufbaut. Gottes Werk wird Schritt für Schritt erbaut. Und dieser Schritt ist kein Neubeginn. Nur zusammen sind diese drei Schritte des Werkes als der 6000-jährige Führungsplan zu betrachten. Amen. Amen. Als ich das las, fragte ich mich, ob meine Frau recht haben könnte. Wurde das Werk des Allmächtigen Gottes tatsächlich auf der Basis des Werks des Herrn Jesus getan? Trieb es das Werk des Zeitalters der Gnade voran? Das Buch erfüllte mich mit Neugier und Sehnsucht. Immer wenn ich konnte, habe ich das Buch heimlich gelesen. Ich möchte mit euch eine Passage teilen, die ich einmal gelesen habe. Gern. Du weißt nur, dass Jesus in den letzten Tagen herabkommt. Aber wie genau kommt er herab? Ein Sünder wie du, der gerade erst erlöst worden ist und nicht verändert oder von Gott vervollkommnet worden ist, könntest du nach Gottes Herz sein? Was dich betrifft, der du noch dein altes Selbst bist, so ist es wahr, dass du von Jesus gerettet wurdest und dass du wegen Gottes Errettung nicht als Sünder zählst. Doch das beweist nicht, dass du nicht sündig und nicht unrein bist. Wie kannst du heilig sein, wenn du unverändert bist? Innerlich plagt dich die Unreinheit. Du bist egoistisch und gemein. Doch du wünschst immer noch, mit Jesus herabzukommen. So viel Glück solltest du haben. Einen Glaubensschritt hast du versäumt. Du wurdest zwar erlöst, hast dich aber nicht verändert. Damit du nach Gottes Herz sein kannst, muss Gott persönlich das Werk deines Wandels und deiner Reinigung verrichten. Wenn du nur erlöst bist, wirst du keine Heiligkeit erlangen können. So wirst du nicht berufen sein, an den guten Segnungen Gottes teilzuhaben. Denn du hast einen Schritt in Gottes Werk der Führung des Menschen versäumt. Den entscheidenden Schritt der Veränderung und Vervollkommnung. Und so bist du ein Sünder, der soeben erst erlöst wurde, außerstande, Gottes Erbe unmittelbar zu erben. Amen. Amen. Diese Worte schienen mir sehr praktisch. Dann dachte ich darüber nach, wie ich in meinen Jahren des Glaubens immer wieder gebeichtet und gesündigt hatte. Ich war der Sünde nicht wirklich entkommen. Ich war nicht sicher, ob ich das Königreich des Himmels erreiche. Ich dachte, was ist, wenn all das wahr ist? Was, wenn ich einen Schritt verpasse? Was, wenn es nicht reicht, das Werk des Herrn anzunehmen? Je mehr ich darin las, desto näher kam ich der Wahrheit in diesem Buch. Das kann man nicht erfinden. Nein. Das stimmt. War es wirklich von Gott selbst? War es seine Stimme? Dieser Gedanke hat mich angespornt. Und ich habe weiter in diesem Buch gelesen. Danke Dank sei Gott. Gott. Später hat meine Frau bemerkt, dass ich nicht mehr gegen den allmächtigen Gott war. Sie las nicht weiter hinter meinem Rücken. Und manchmal las sie laut vor und ich hörte es. <laughs> als ich eines Tages nach Hause kam, las sie gerade Gottes Worte. Und als sie mich sah, sagte sie fröhlich, Li Jong, lies die Worte des allmächtigen Gottes. Das Wort erscheint im Fleisch, enthält Gottes Kundgebungen in den letzten Tagen. Es offenbart alle Wahrheiten, die wir früher nie verstanden haben. Soll ich dir einige vorlesen? Und ich dachte, ich habe die Worte des allmächtigen Gottes vielleicht genauso oft gelesen wie du. Hast du ihr nie erzählt, dass du Gottes Worte gelesen hast? hast du das? Oh nein, damals war es mir sehr peinlich. <laughs> da ich nicht widersprochen habe, hat sie das Buch genommen und gelesen. Obgleich Jesus viel unter den Menschen wirkte, vollendete er nur die Erlösung der ganzen Menschheit, wurde des Menschen Sündopfer und befreite den Menschen nicht von seiner ganzen verdorbenen Gesinnung. Den Menschen ganz vor Satans Einfluss zu retten verlangte nicht nur von Jesus die Sünden des Menschen als das Sündopfer auf sich zu nehmen sondern verlangte auch von Gott ein größeres Werk zu tun, um den Menschen ganz von seiner Gesinnung zu befreien, die Satan verdarb. Und so ist Gott, nachdem dem Menschen seine Sünden vergeben wurden, zum Fleisch zurückgekehrt, um den Menschen in das neue Zeitalter zu führen, und hat das Werk der Züchtigung und des Gerichts begonnen, und dieses Werk hat den Menschen in ein höheres Reich gebracht. All jene, die sich seiner Herrschaft unterwerfen, werden sich an höherer Wahrheit erfreuen und größere Segnungen empfangen. Sie werden wahrlich im Licht leben und werden die Wahrheit, den Weg und das Leben gewinnen. Amen. Amen. Es geht noch weiter. Ich möchte lesen. Ja, gern. Durch diese Arbeit des Urteils und der Züchtigung bringt der Mensch die im Innewohnende verdorbene Substanz voll und ganz in Erfahrung. Und er wird sich vollkommen ändern und rein werden können. Nur so kann der Mensch würdig sein, vor den Thron Gottes zurückzukehren. Die ganze Arbeit, die heute getan wird, dient dazu, dass der Mensch gereinigt und geändert werden kann. Durch Urteil und Züchtigung des Wortes und durch Verfeinerung kann der Mensch seine Verdorbenheit verwerfen. Anstatt diese Arbeitsphase als eine der Erlösung zu erachten, sollte man sie als Arbeit der Reinigung sehen. Amen. Das ist wahr. Amen. Von der Arbeit Jehovas bis zu der Jesu und von seiner bis zu der des aktuellen Zeitalters decken diese drei Phasen die gesamte Bandbreite der Führung Gottes ab und sind die Arbeit eines Geistes. Seitdem er die Welt erschuf, hat Gott immer die Menschheit geführt. Er ist der Anfang und das Ende. Er ist der Erste und der Letzte. Und er ist der, der ein Zeitalter beginnt und der, der es beendet. Die drei Phasen in verschiedenen Zeitaltern und an verschiedenen Orten werden gewiss von einem Geist durchgeführt. Alle, die diese drei Phasen trennen, widersetzen sich Gott. Jetzt musst du verstehen, dass die gesamte Arbeit von der ersten Phase bis heute die Arbeit von nur einem Gott ist. Es ist die Arbeit von nur einem Geist, ganz ohne Zweifel. Amen. Amen. ich habe meine frau gebeten mir das im detail zu erklären sie erklärte mir du hast gesagt mein glaube an den allmächtigen gott verrate den herrn jesus im grunde sind jehova der herr jesus und der allmächtige gott derselbe gott gott tut verschiedene werke in verschiedenen zeitaltern Aha. im zeitalter des gesetzes erließ gott jehova das gesetz und die gebote um die frühe menschheit auf der erde zu führen die Menschen wussten also, wie sie Gott preisen sollten und was Sünde ist. Doch gegen Ende des Zeitalters des Gesetzes gab es mehr Sünde, niemand hielt sich an das Gesetz und jeder Einzelne wurde zum Tode verurteilt. Mhm. Im Zeitalter der Gnade wurde Gott Fleisch und erlöste und rettete die Menschheit. Er hat uns seine Disposition aus Barmherzigkeit und Liebe gezeigt und uns mit Gnade überhäuft. Schließlich wurde er als Sündopfer an das Kreuz geschlagen wenn wir gesündigt haben müssen wir nur beten und buße tun und gott spricht uns frei ja yeah. aber der herr jesus hat uns nur von unseren sünden erlöst unsere sündhafte natur gibt es noch wir können immer noch nicht anders als ständig zu lügen und zu sündigen wir sind arrogant egoistisch hinterlistig habsüchtig und wichtigtuerisch ja richtig sogar gläubige die sich aufwenden opfer bringen und leiden tun es nur, um die Segnungen des Himmelreichs zu erlangen. Bei großen Schwierigkeiten, Prüfungen oder echtem Unglück geben wir einfach dem Herrn die Schuld und verraten ihn sogar manchmal. Weicht Gottes Werk von unseren Auffassungen ab? Richten und verurteilen wir ihn und widersetzen uns ihm sogar? Gott ist heilig. Wie also könnten wir, die wir noch sündigen und uns Gott widersetzen, in das Königreich des Himmels eingehen. Das geht nicht, ja, ganz genau. Ja. Deshalb verhieß der Herr Jesus, dass er für das Werk des Gerichts zurückkehren würde. Der allmächtige Gott kam in den letzten Tagen, er bekundet Wahrheiten, um das Urteilswerk beginnend mit Gottes Haus auf dem Werk des Herrn Jesus basierend zu tun. Er ist gekommen, um unsere sündhafte Natur und Verdorbenheiten völlig zu reinigen. Dann werden wir von der Sünde ganz gerettet und befreit sein. Das stimmt. Dies erfüllt die Prophezeiungen des Herrn Jesus. Ich habe euch noch sehr viel zu sagen, aber, aber ihr, ihr könnt, könnt es jetzt nicht tragen. Wenn Nein, aber jener, der Geist der, Geist der Wahrheit, Wahrheit, kommen wird, der wird, der wird, wird euch in alle Wahrheit leiten. Wer mich verachtet und nimmt meine Worte nicht auf, der hat schon seinen Richter. Das, das Wort, Sie, welches ich geredet, geredet haben, habe, das Sie wird ihn wir richten am jüngsten Tag. Tage. Amen. 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 Auch … Wenn Gott verschiedene Werke in verschiedenen Zeitaltern und auch unter verschiedenen Namen tut, wird alles von einem einzigen Gott getan. Ja, das, stimmt. Genau. das Zeitalter des Gesetzes, das der Gnade und das des Königreichs sind seine drei Phasen des Werks. Jede einzelne Phase ist eng mit den anderen Phasen verbunden und baut auf den vorherigen auf. Nur zusammen können die drei Phasen den Menschen retten. Sehr, Sehr richtig. richtig. Deshalb kann mein Glaube an den allmächtigen Gott den Herrn Jesus nicht verraten. Er folgt den Schritten von Gottes Werk und begrüßt den Herrn. Ja. Ja. Nach ihrem gemeinschaftlichen Austausch haben wir uns ein Video angeschaut. Ich will es euch zeigen. Toll. Großartig. Der allmächtige Gott sagt: Einst kannte man mich als Jehova. Ich wurde auch der Messias genannt. Und die Menschen nannten mich mit Liebe und Respekt einst Jesus. Den Erlöser. Aber heute bin ich nicht mehr der Jehova oder Jesus, den die Menschen in den vergangenen Zeiten kannten. Ich bin der Gott, der in den letzten Tagen wiedergekehrt ist. Der Gott, der das Zeitalter zu einem Ende bringen wird. Ich bin der Gott selbst, der vom Ende der Erde aufsteigt. Erfüllt von meiner gesamten Disposition und voller Autorität, Ehre und Herrlichkeit. Die Menschen haben sich niemals mit mir befasst, haben mich nie gekannt und kannten zu keiner Zeit meine Disposition. Von der Weltschöpfung bis heute hat mich noch nie jemand gesehen. Dies ist der Gott, der dem Menschen während der letzten Tage erscheint aber unter den Menschen verborgen ist, er wohnt unter den Menschen wirklich und wahrhaftig, wie die brennende Sonne und das lodernde Feuer, erfüllt von Kraft und überschäumend vor Autorität. Es gibt keinen einzigen Menschen oder kein einziges Objekt, das nicht durch meine Worte gerichtet werden wird, und keinen einzigen Menschen oder keine einzige Sache, die nicht durch das brennende Feuer gereinigt werden wird. Letzten Endes werden alle Nationen aufgrund meiner Worte gesegnet und auch aufgrund meiner Worte in Stücke zerschlagen werden. So werden alle Menschen während der letzten Tage sehen, dass ich der wiedergekehrte Erlöser bin und dass ich der allmächtige Gott bin der die ganze Menschheit erobert. Und alle werden sehen, dass ich einst das Sündopfer für den Menschen war, aber ich werde in den letzten Tagen auch zu den Flammen der Sonne, die alles niederbrennen, und auch zur Sonne der Gerechtigkeit, die alles offenbart. Derart ist mein Werk in den letzten Tagen. Ich nahm diesen Namen an. Und ich besitze diese Disposition, damit alle Menschen sehen können, dass ich ein gerechter Gott bin und die brennende Sonne und das lodernde Feuer bin. Es ist so, damit alle mich anbeten können, den einzig wahren Gott, und damit sie mein wahres Gesicht sehen können. Ich bin nicht nur der Gott der Israeliten, und ich bin nicht nur der Erlöser. Ich bin der Gott aller Geschöpfe, überall, in den Himmeln, auf Erden und in den Meeren. Amen. Amen. Nachdem ich es angeschaut hatte, hat sich mein Herz erhellt. Ich habe erkannt, dass Jehova, der Herr Jesus und der allmächtige Gott ein Gott sind. Der verschiedene Werke in verschiedenen Zeitaltern tat. Im Zeitalter des Gesetzes hat Gott Jehova Gesetze erlassen. Der Herr Jesus hat im Zeitalter der Gnade die ganze Menschheit erlöst. Nun in den letzten Tagen richtet der allmächtige Gott den Menschen und reinigt ihn mit der Wahrheit. Mit diesen drei Phasen wird Gott die Menschheit retten. Und zwar nach den Bedürfnissen der Menschheit. Amen. Stimmt. Stimmt. Im Herzen weiß ich, der allmächtige Gott ist der zurückgekehrte Herr Jesus. Und ihn anzunehmen bedeutet den Spuren des Lammes zu folgen. Ja. ja. Amen. Amen. Ich war wirklich aufgeregt und sagte zu meiner Frau, ich verstehe jetzt, dass du den Herrn Jesus nicht verrätst, wenn du an den allmächtigen Gott glaubst. Mhm. Genau. Dann habe ich es ihr schließlich erzählt. Ich habe die Worte des allmächtigen Gottes gelesen. Sie sah mich überrascht an und sagte, ach ja, seit wann das denn? Ich hatte ja keine Ahnung. Die Antwort musste ich mir überlegen. Ich entgegnete mit gesenktem Kopf und sehr leise: Als du zum ersten Mal dem allmächtigen Gott folgtest, habe ich dir nicht nur im Weg gestanden, sondern auch unsere Kinder auf dich angesetzt. Was ich getan habe, bedaure ich jetzt. Dadurch habe ich mich Gott widersetzt und habe gegen ihn gehandelt. Aber Gott ist barmherzig und er hat mich zu seinen Worten geführt. Jetzt bin ich mir sicher, dass der allmächtige Gott die Wiederkunft des Herrn Jesus ist. Auf ihn haben wir gewartet. Amen. Amen. Ich nehme den allmächtigen Gott offiziell an. Dank, sei Gott. Dank, Dank sei, Gott. Gott sei Gott. In dieser Nacht war ich sehr emotional. Ich habe den Namen des allmächtigen Gottes beim Beten ausgerufen. Danke Gott, dass du mich erwählt hast und mir erlaubst, deinen Spuren zu folgen und am Fest des Lammes teilzunehmen. Dank sei dem allmächtigen Gott. Dank Danke sei, sei Gott. Gott. Gott liebt uns wirklich sehr. Wir sind ja so gesegnet.